EA Sports. It's in the game. Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 hier auf der PlayStation 4 und RB Leipzig. Und es geht weiter in der Karriere, in der Bundesliga. Und ja, sieht ja momentan nicht so gut aus. Also, ja, wir sind jetzt nicht Letzter oder auch nicht Vorletzter, aber halt, ja, Vorvorletzter. ja, ein Spiel bis jetzt gewonnen, eins unentschieden und fünf dafür verloren. Minus 8 Tordifferenz und. Ja, von Champions League oder Europa Cup müssen wir gar nicht mehr reden, die sind ja schon gar nicht mehr in Sicht, die sind ja schon ja, Leute, kannst gar nicht mehr im Fernglas nicht mehr sehen. Ja, jetzt geht's gegen Gladbach, die sind mit uns fast punktgleich, haben 5 Punkte, wir haben 4, also das heißt, hier geht's um einiges und das müssen wir jetzt auch gewinnen, werden wir auch und wir fangen direkt an. Trikots passen und dann geht's los. In Gladbach, Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Viel Spaß. Herzlich willkommen im Stadion. Immer wieder diese schöne Ungewissheit. Manni Breukmann und Frank Buschmann sind ihre Kommentatoren. Ja, und das ist Gladbach. Und hier wird jetzt alles gegeben, um den Sieg rauszuholen. Wir sind gespannt. Waren alles andere als beeindruckend. Raphael. Nicht aufgeben, so heißt die Devise. Zweikampf um den Ballbesitz. Tor verhindern. So heißt jedenfalls. Letztes Mal bei Bremen. In Bremen haben wir es bis zur 70. Minute geschafft. Das ist dann nicht mehr. Gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Johnson. Geht schon mal nicht so gut los. Jawohl, Poulsen. Und Boyd vermasselt wieder. Typisch. Johnson. Raphael. Oh, sieht nicht gut aus. Die Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Johnson. Julian Kopp. Jetzt raus damit. Jawohl. Der schlägt die Flanke genau auf den Verteidiger. Hoyt. Jetzt hat er den. Ja, jetzt ist er frei. Und. Achtung. 1-0. Oh, wie geil. Bruno, glaube ich, ist es. Wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, Massimo Bruno, 1-0. Ganz wichtig. 17. Spielminute. Endlich mal in Führung gehen hier. Das zeichnet den Goalgetter. Drittes Bundesliga-Tor von uns. Er bleibt kühl. Und der Torhüter, nee, der stimmt gar nicht. Wenn er schon 4 geschossen hat, dann kann es ja gar nicht sein. Zimmermann. Ja, auf jeden Fall Zimmermann, das ist am wichtigsten jetzt. Erst, na, jawohl. Da ist ihm der Ball wortwörtlich vor die Füße gefallen. Nordweit. Ah, ein klasse Doppelpass. Kennst du Leute? Johnson. Genau so geht man in den Zweikampf. Genau richtig getimt. Ein sauberes Tackling. Zimmermann. Johnson. Nordwald. Und der spielt ab auf die Außenposition. Und der Schiedsrichter. Oh, sagt, abseits, Gott sei Dank. Abseits. So stellt man sich den Start vor. Genau so. Und so stellt man sich eben keinen Pass vor. Konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ach komm, Schiri. Der legt sich doch nur hin. Weg damit, weg damit, weg damit. Kimmich.
Schlecht von Beuth. Du musst doch sehen, dass er dabei kommt. Bewegt sich kein Stückchen. Julian kommt. Gute Flanke. Ja, falscher Mann. Kruse. Gutes, schnelles Passspiel. Aufpassen, Jungs. Rami Chaka. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Aufpassen, Jungs. Aufpassen, jetzt Jungs. Jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. André Hahn. Schade. War gar nicht mehr so schlecht. Johnson. Julian Kopp. Jetzt ist dann gleich Halbzeit. Janschke. Rani Chaka. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Eieiei. Da musst du kämpfen. Jetzt ist Halbzeit. 1-0 für RB Leipzig. Ganz wichtige Führung. Wir lassen bis jetzt keine Chancen durch, ist gut so und hatten bis jetzt auch erst eine Chance und die war Gott sei Dank drin. Durch eine Top-Vorarbeit von Beuth und dann Bruno und ja, so geht's jetzt weiter, zweite Halbzeit. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung, jeder steht in seiner Hälfte, die zweite Halbzeit beginnt. Der pfeift wirklich jeden Scheißdreck, der Schiri. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Johnson. Laboch. André Hahn. Laboch. Pass in den Strafraum. Gut abgefangen. Uiuiui. Das sieht gut aus. Und Beuth bleibt liegen. Der steht nicht mehr auf. Nein. Hat sich wohl irgendwas getan. Dumann raus, dafür kommt Daniel Fran. Ebenfalls ja, Weltklasse-Typ hier bei uns. Bitterböse. So ein Geschenk nimmt er gerne. André Hahn. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, so kannst du einen Stürmer nicht stoppen. Die sah im Ansatz gut aus, die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. Der ist topfit. Aber so natürlich nicht. Hier muss was kommen jetzt. Preußen! Junge, wo schießt du denn drin? Zurzeit, ehrlich. Aber Chance ist Chance und im Moment sieht es nicht schlecht aus. Sagen wir mal so. Ganz klar. Glück gehabt, die befand sich im Tiefschlaf. Kruse. Julian Kopp. Rani Chaka. Das ist jetzt seine Chance. Wow. Alter, wenn er den jetzt reingeköpft hätte, dann hätte ich ihn umgebracht. Was draus machen? Alter! Yusuf! Was denn los zur Zeit mit dir, Yusuf? Top gehalten von Baumann. Erstmal abgewehrt nach der Ecke, aber erstmal nur. Preußen. Zimmermann. Stranzl. Nordweit. Julian Kopp. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was.
Und nun Traoré. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur Mach's die nächste damit. Spielpause abwarten. Komm schon vor. Ja, genau so ein Feuchten gemacht, Baumann. So macht man das. Jawohl. Ich habe ja immer die Horrorvision, dass der Ball ihm durch die Beine rollt. Aber das hat er ganz, ganz locker gemeistert. Frage ist, ob der sogar bis ins Tor gerollt wäre, so mau und lasch wie der war. Poisson! Poisson! Jawohl, 2-0. Spiel entschieden. Josef Poisson. Oh Gott, endlich mal wieder ein Spiel gewonnen. Perfekt. So spielst du Fußball. Und wenn er den nicht gemacht hätte, Alter, er wäre aus der Mannschaft geflogen. Tor ist Tor. Alles andere ist mir relativ wurscht im Moment. Jetzt steht es 2-0. Und das drehen die nicht mehr. Da wette ich gern drauf. Julian Kopp. Janschke. Granitschaka. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Raphael. Jetzt kann die Flanke kommen. Er bekommt Unterstützung von den Kollegen. Die Flanke kommt nicht durch. Janschke, der steht wie Baumann die ist da. Feste. Wie sagt man da? Das ist gut. Ein Cerberus. Das wäre, glaube ich, das erste Spiel, ja klar. Fassbar. Oder so ziemlich das erste Spiel, was zu null ausgehen würde. Mit so einem schwachen Eckball kannst du den Torwart natürlich überhaupt nicht in Verlegenheit bringen. Das ist ja klar. Julian Kopp. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball schon wieder. Da ist ein Spieler am Boden. Könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Jawohl. Jawohl. Oh. Sommerhit. Und dann ist es aus. 2-0. Gewinnt Leipzig gegen Gladbach. Das Endresultat. 2-0. Endlich mal wieder ein Sieg und bester Spieler am Platz. Massimo Bruno 9,0. Zu Recht. Hat sogar ein Tor gemacht. Ja, völlig zu Recht. Eine Torvorlage. Das kann trügerisch sein. Leitschuss aufs Tor. Du musst effizient agieren. Das ist Weltklasse. Und ich hoffe und ich bin fast sicher, es hat ist echt mal wieder cool zu gewinnen. Und ja, Dortmund hat wieder verloren gegen Freiburg. Scheinbar diese Saison auch nicht so zu laufen. Spieler verletzt, Terence Boyd fällt 4 Wochen aus. Was hat er denn? Verstauchtes Knie. Oh mein Gott, wie schlimm. Und jetzt habe ich gerade gar nicht auf die Tabelle geschaut, wo wir jetzt sind. Sehen wir jetzt dann gleich. Wenn der Tier mal weitermachen würde. Jawohl. Und dann sehen wir, dass wir auf Platz 13 geklettert sind. Geht's doch wieder schnell nach oben. Und was heißt das schnell nach oben? Das waren jetzt 2 Plätze. Aber wenn wir jetzt gegen Freiburg gewinnen, die jetzt weniger Punkte haben wie wir, dann könnte es passieren, dass wir mit 10 Punkten schon auf Position 11 sind. Und dann nähern wir uns langsam der oberen Hälfte wieder ein bisschen an. Ja, kämpfen heißt halt einfach. Und mit 7 Punkten, das ist jetzt schon mal ein Anfang. Und ja, dann jetzt muss erstmal Terence Boyd raus. Terence Boyd für, ja klar, Strahlen kommt rein und Samari kommt wieder mit. Ganz einfach und ja. Dann geht's schon los mit dem Next Game. Freiburg wartet. Und wir spielen natürlich Leipzig und dann geht's los mit dem Spiel RB Leipzig gegen Freiburg in der Red Bull Arena. Viel Spaß. Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon, Mani Breukmann und Frank Buschmann. Ja, willkommen in Leipzig, willkommen in der Red Bull Arena. Nächstes Bundesligaspiel, das wollen wir natürlich auch wieder gewinnen. Zurzeit läuft es ganz gut. Man muss nur dran glauben, dann kann man alles schaffen. Und so sieht es momentan auch bei uns aus.
Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Kimmich. Jawohl, 1-0. Bruno. Das sechste Minute. Dafür lebe ich den Fußball. So ein Massimo Bruno. Neuer Top-Torjäger. Super gemacht, Kimmich. Okay, Joshua Kimmich, weglassen, wirklich. Kein Wunder, dass der Typ zu Bayern geht. Der gehört auch hin. Massimo Bruno, next goal. Da steht es ja schon wieder 1-0 für uns. So kann doch eine Bundesliga-Saison weitergehen. Also im Moment jetzt. So. Gutes Stellungsspiel auch in dieser Situation. Da könnte was draus werden. Bruno, Bruno! Millimeter. Kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Abgefälschter Ball. Nicht schlecht, Herr Teigl. Naja, wie sagen es die anderen? Da steht die Verteidigung. Das war vielleicht dann doch nicht so gut vorne. Kimmich, glaube ich, war es ja. Mike Franz. Hedenstart. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Ja, läuft uns aus, ganz gut. Freut mich. Druck, das muss man sagen. Dank seiner Übersicht kommt jetzt kommt aber der Ball ganz Freiburg ein bisschen raus. Mike Franz. Und da bekommt er Unterstützung. Darida. Hedenstart. Schöner Kombinationsfußball. Und jetzt haben sie die Chance. Da muss er gar nicht so viel machen, aber er steht halt immer richtig. Kimmich. Das war ganz klar eigentlich abseits. Ich habe schon nichts gesagt, weil ich mir dachte, ne? Weißt du ja nicht so gut. Christian Günther. Das war jetzt glücklich von Freiburg. Die verstehen sich blind. Ein Versuch der Balleroberung. Das wird ganz gefährlich. Oh. Aber noch nicht geklärt. Erste Chance Freiburg. Hä, wie wusste der das jetzt, dass ich da rauslaufe? Hedenstart. Und Achtung, ja, dann hat man den Ball, dann pfeift ab der Schiri. Das ist nicht nochmal Schiri-Kompetenz, ja. Jawohl. Jawohl! 2-0! Daniel Frank! Also RB Leipzig! 2-0!
Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Genau so willst du das haben, genau so. Taktik funktioniert, neue Aufstellung funktioniert, die wir jetzt seit zwei Parts haben. Oder seit vier Spielen. In Bremen haben wir noch damit verloren. Auf einmal gewinnen wir damit. Das läuft. Auf einmal gehen Spiele hier zu Null oder mit einem Tor aus. Das ist traumhaft. Dani Fran. Bruno. Und dann ist Halbzeit. 2-0 Leipzig. So kann es weitergehen. Insgesamt haben wir 3 Schüsse aufs Tor und 4 Schüsse insgesamt. Und sie gehen mit 2 Toren Führung in die Kabine, wenn hier nicht noch was passiert. Das gibt natürlich sehr Spielerwertungen bis jetzt. Horsten 7,9 Weltklasse. Starke Leistung der Mannschaft. Bruno 7,4, Fran 7,6. Ja, das kann sich alles sehen lassen. Und so geht es jetzt auch weiter. Zweite Halbzeit. Die Spieler sind Fran. Da, die Assistenten sind da. Es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an. Der zweite Durchgang läuft. Eieieiei. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Mike Franz. Darida. Kimmich. Kimmich, bitte. Manometer, kleiner Peter. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Nemedi. Abseits, jawohl. Der Schiedsrichterassistent entscheidet auf Abseits. Ob das die richtige Entscheidung war? Ja, es war knapp, aber der Schiri mit exzellentem, um nicht zu sagen mit Adlerauge, richtig entschieden. Ja, wir kommen wieder zum Thema Eckfahnen schießen. Jetzt haben wir die Zeit, das Tor von eben nochmal anzugucken. Kimmich, das war traumhaft. Guter Schuss. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Was man jetzt nicht machen darf, ist dieses Zurückhaltende, dieses Einlullende. Genau so fängst du dir die Dinge. Wenn man jetzt die Fehler macht, sich zurückzieht und sich einlullen lässt, man muss weiterkämpfen. Felix Klaus. Darida. Hier, genau das meine ich. Genau das meine ich. Ho. Ja, mehr glücklich als. Man beachte den Linienrichter. Die Fahne ist hoch. Das will ich jetzt sehen. Natürlich abseits. Und hier kommt die Wiederholung. Jetzt können wir prüfen, ob die Abseitsentscheidung in Ordnung war. Ja, war sie wohl. Man sieht hier, dass der Spieler sich näher an der gegnerischen Torlinie befindet als der Ball. Und der letzte Feldspieler in der Abwehr. Knappe Entscheidung, aber alles richtig gemacht. Der holt schon aus, ey. Leck mir, Mäusche. Jetzt, Tor. Jetzt ist er drin. 2:1, der Anschlusstreffer von SC Freiburg. Jetzt müssen wir aufpassen, Jungs. Jetzt sind sie aufgeweckt. Jetzt greift er ihn an. Eieiei. Ich hasse solche Pässe. Das geht ja mal gar nicht. Kann mir das nicht wahr sein? Das kann nicht angehen. Bitte. Kommt schon jetzt. Schmid. Reißt euch zusammen. Flanke fliegt in den 16er. Hedenstart. Ah,
Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Es ist nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. 2:1 steht es. Wer ist denn der Nächste auf der Liste, Buschi? Der nächste Gegner des SC Freiburg heißt 1800. Sofort abgezogen. Kimmich. Nicht schlecht, aber ist halt auch nicht das Beste. Der Torhüter versucht, seine Mannen zu motivieren. Und er zeigt ganz eindeutig an, nach vorn. Das ist die einzige Möglichkeit. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Darida. Schmid. Hedenstorff. Kommt schon, Jungs. Pascal Groß. So, für einen Angriff reicht's noch. Der könnte Ihnen jetzt noch den Ausgleich bringen. Es läuft. Oh, Poisson! Poisson! 3:1! Spiel entschieden, aus ist! Los zu Poisson! Sie kennen das mit den Pferden und mit der Apotheke. Aber dieser Damn, Alter. Ist ja kaum zu verstehen. Spiel entschieden! Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive. Wer sonst außer Poisson? Drittes Tor in dieser Bundesliga-Saison. Da steht es hier 3:1 und die kommen hier nicht mehr ran. Aufgegeben haben sie und jetzt ist es aus. 3:1. Ein klarer Sieg. Nächster Sieg. 2 in Folge jetzt. 3:1 ging es aus. Sie haben doch tatsächlich weniger Ballbesitz gehabt und trotzdem gewonnen. Sollen wir glauben, dass das ein Widerspruch ist? Erster Spieler am Platz. Nein, wer sonst außer Yusuf Poisson? 8,8. Du musst effizient arbeiten. Und auch im Fußball. Oder bei den anderen ist es nämlich gar keiner. Pech gehabt. So, liebe Zuschauer, ich darf waren wir mal die Besseren. Völlig verdient. Und ja, der Sieg war sehr, sehr wichtig. Denn mittlerweile müssen wir ziemlich weit weg sein von den Abstiegsplätzen. Wir sind nämlich jetzt auf der 12. Und das bedeutet auch, dass wir punktgleich sind mit Hannover 96 und nur noch 5 Punkte entfernt sind von der Europa League. Genau, so sieht's aus. Und haben mittlerweile auch schon einen Polster von 10 Punkten, von 5 Punkten auf die Abstiegsplätze. Kann sich sehen lassen. Finde ich gar nicht mehr so schlecht. Und ja, Ihre Leistung, wir möchten Ihnen versichern, dass wir trotz der Zweifel am Leistungsvermögen unseres Vereins zu Ihnen stehen und Sie bis auf Weiteres mit der Führung des Clubs betrauen möchten. Wir wissen, dass Sie im Moment durch die Medien enorm unter Druck gesetzt werden und möchten Ihnen mitteilen, dass wir Sie trotzdem als wertvolles Mitglied der Red Bull Leipzig-Familie schätzen. Mit freundlichen Grüßen, Vorstandsvorsitzender. Sehr schön, freut mich. Heute wenigstens da die Unterstützung von hinten. Und ja, als nächstes geht's dann weiter. Mit. Erstmal E-Mails durchchecken. Spieler ist auskuriert. Terence Boyd kann wieder teilnehmen. Abgesagte Spieler und ihre Leistung. Jawohl, und der möchte über sein Gehalt reden. Dann machen wir dann das nächste Mal oder mache ich dann während der Zwischenpause, während der Parts. Und ja, das nächste Mal warten dann die Spieler auf uns. Nämlich Schalke 04. Und Augsburg. Die sind in der Tabelle. Schalke, 3. Augsburg, 16. Schalke könnte schwierig werden, Augsburg schaffen wir. So sieht's aus. Und das gibt's alles das nächste Mal. Schaut euch wieder ein. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns.